Zum heurigen Tag des Kindes fand im Mödlinger Arnold-Schönberg-Park das schon traditionelle Fest der Mödlinger Kinderfreunde statt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Festgäste, ich darf euch, Sie alle, recht herzlich begrüßen zu unserem heurigen Tag des Kindes. Wir Kinderfreunde veranstalten diesen Tag des Kindes nunmehr seit über 35 Jahren und man sieht, dass wir das mit sehr großem Erfolg machen. Die Kinder freuen sich, wenn sie herkommen, auch die Erwachsenen unterhalten sie gut und es ist ein richtiger Festtag. Und das Wetter spielt auch. Es gibt viele, viele Möglichkeiten für die Kinder, sich heute nicht nur auszutoben, sondern sich auch zu verwirklichen. Na, selbstverständlich. Und mit der Zeit ist dieses Fest so derartig gewachsen, dass wir eigentlich ein Angebot für alle Kinder hier haben. Wir haben Bonnies, wir haben Kreativstände, wir haben ein großes Actionprogramm bei Müllers Freunden. Also ich glaube, es ist für jeden etwas dabei und das freut uns sehr. Sie sind ja ein jährlicher Stammgast, kann man sagen. Ja, ich komme jedes Jahr sehr gern hierher in diesen wunderschönen Schönbergpark, der ganz hervorragend sich eignet für derartige Veranstaltungen. Die Kinderfreunde Mödling unter Leitung Andi Holzmann, die machen wirklich immer ein ganz tolles Kinderfest. Und da komme ich natürlich sehr gerne her. Und ich denke mir, das wäre toll gewesen, wenn es das gegeben hätte, wie ich jung war. Ja? Hat es alles nicht gegeben damals. Ja? Nein, aber es ist ein wunderschönes Fest. Und ich stelle nicht an, dass ich sagen möchte, dass ich die Stadt auch bedankt dafür, dass die Kinderfreunde das jedes Jahr sehr schön organisieren und mit sehr vielen Attraktionen für die Kinder. Und wir haben uns als Stadt viel Mühe gegeben, fürs Wetter zu sorgen. Es hat natürlich geklappt. Also, Draht hinauf funktioniert. Ja. Insofern hoffe ich, dass Sie alle gut amüsieren hier und dass auch die Kinder ihren Teil davon haben. Es ist ein schönes Fest, ja, fein. Auch für Sie gute Unterhaltung gesorgt? Ja, ich unterhalte mich natürlich, aber ich bin natürlich auch ein bisschen mit der Organisation beschäftigt und es ist ja nicht so einfach, aber unsere Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sind so toll, das geht schon von alleine fast.